Hallo und wunderschönen guten Abend. Mit 24 Stunden Verspätung, also wie gesagt, eigentlich hätten wir uns ja gestern getroffen zum Live-Basteln, aber mir ist leider privat was dazwischen gekommen, wo ich relativ spontan absagen musste, beziehungsweise auf heute verschieben. Aber aufgeschoben ist bei mir nicht aufgehoben, das heißt, wir sind heute da und basteln einfach das, was gestern am Plan war, heute gemeinsam. Ich schaue mal so in die Runde. Wunderschönen guten Abend, liebe Simone. Die ist auch aus dem Müllviertel, also wahrscheinlich gleich irgendwo bei mir um die Ecke, weil man kann ja sagen, alles, was nördlich der Donau ist, in Oberösterreich ist das Müllviertel. Tatjana ist auch da. Wunderschönen guten Abend. Ich Ich sollte sollte vielleicht vielleicht das das Mikrofon Mikrofon einschalten. einschalten, Ihr ihr könnt könnt mich mich noch noch nicht nicht hören. hören, Jetzt jetzt müsst müsst ihr ihr mich mich hören hören können. können. Ja, Ja, ich ich habe habe immer immer so, so, wenn wenn das das Vorschaubild Vorschaubild kommt, kommt, noch noch den den Ton Ton ausgeschaltet, ausgeschaltet, damit damit ihr ihr dann dann nicht nicht Hintergrundgeräusche Hintergrundgeräusche hört, hört, was was ich ich dann dann da da so so herumkram. herumkram. Aber Aber jetzt jetzt müsste müsste es es eigentlich eigentlich funktionieren. funktionieren. Also Also noch noch einmal einmal ein ein Hallo Hallo in in die die Simone, Simone, die die Tatjana Tatjana und und die die Cornelia. Cornelia. Schön, Schön, dass dass ihr ihr da da seid seid mit mit 24 24 Stunden Stunden Verspätung. Verspätung. Die Die Ilona Ilona ist ist da da heute heute pünktlich. pünktlich. Wir Wir haben haben noch noch nicht nicht begonnen. begonnen. Es Es ist ist jetzt jetzt eine eine Minute Minute vor vor 8 8 bei bei mir. mir. Ihr Ihr seid seid ein ein bisschen bisschen so so zeitverzögert. zeitverzögert. Wenn Wenn ihr ihr mich mich reden reden hört, hört, ist ist das das immer immer so, so, was was sind sind 3 bis 5 3 bis 5 Sekunden Sekunden bis bis später. später. Genau. Genau. Ja, Ja, was was machen machen wir wir heute heute gemeinsam? gemeinsam? Ich Ich halte halte es es mir mir so so in in die die Kamera. Kamera. Wir Wir machen machen heute heute gemeinsam gemeinsam eine eine kleine kleine Tasche. Tasche. So. So. Für Für sich sich selbst selbst oder oder zum zum Verschenken. Verschenken. In In dieser dieser Tasche Tasche haben haben wir wir 4 Fußkärtchen4 Fußkärtchen drinnen. drinnen. Hoppala, Hoppala, das das Licht. Licht. Die Die 4 Fußkärtchen4 Fußkärtchen sind sind dekoriert dekoriert mit mit Papierschnipsel, Papierschnipsel, die die man man ja ja wahrscheinlich wahrscheinlich alle alle zu zu Genüge Genüge zu zu Hause Hause haben. haben. Irgendwelche Irgendwelche Reste Reste von von den den Zuschnitten, Zuschnitten, wo wo ich ich immer immer wieder wieder sage, sage, bitte bitte schmeißt schmeißt mal mal diese diese kleinen kleinen Stückchen Stückchen weg. weg. Auch Auch die die können können wir wir wieder wieder verwenden verwenden hier hier im im Posten Posten in in Gold. Gold. Ja, Ja, genau. genau. Es Es schallt, schallt, sagt sagt die die Ilona. Ilona. Ja. Ja. Muss Muss mir mir geschwind geschwind schauen. schauen. Moment. Moment. Ist es jetzt besser? Moment, Moment, das das muss muss man man geschwind geschwind umschalten. umschalten. Es Es müsste müsste eigentlich eigentlich jetzt jetzt besser besser sein. sein. Ich Ich habe habe jetzt jetzt zumindest, zumindest, ich ich habe habe doppeltes doppeltes Mikrofon Mikrofon eingeschaltet eingeschaltet gehabt, gehabt, scheinbar. scheinbar. Es Es müsste müsste jetzt jetzt besser besser sein. sein. Ah, Ah, okay, okay, da da bei bei Aschach Aschach Glöckner Glöckner Schlinge Schlinge Donau Donau aufwärts. aufwärts. Ja, Ja, genau, genau, das das ist ist ja ja gar gar nicht nicht so so weit weit weg, weg, liebe liebe Simone. Simone. Ich Ich hoffe, hoffe, das das ist ist jetzt jetzt besser. besser. Ist Ist mit, mit, schallt schallt es es noch noch immer? immer? Ich Ich höre höre mich mich ja ja selbst selbst leider leider nicht, nicht, weil weil bei bei mir mir natürlich natürlich alle, alle, jeder jeder Ton Ton ausgeschaltet ausgeschaltet ist. ist. Ich habe Ich es habe jetzt es jetzt versucht, versucht, bei bei Cornelia, Cornelia, bei bei dir dir schallt schallt es es immer immer noch. noch. Das Das ist ist jetzt jetzt eine eine gute gute Frage. Frage. Ich Ich habe habe eigentlich eigentlich jetzt jetzt alles, alles, was was irgendwie, irgendwie, Moment, Moment, schalte schalte ich ich noch noch geschwind geschwind was was um. um. Ja. Wie? Was kann man da jetzt machen? Okay. Cornelia, jetzt ist gut. Wunderbar. So, jetzt, wo ist die Renate? Die Renate, die dann gleich sagen wird, es geht bei mir nicht ohne technische Probleme. Cornelia sagt, es ist jetzt gut. Tatjana sagt, zu Beginn war alles in Ordnung. Jetzt passt's. Okay. Jetzt ist okay. Gut, dann greife ich jetzt nichts mehr an. Und wir starten gleich mit dem Basteln. Ihr meldet euch einfach dazwischen, wenn irgendwas nicht funktionieren sollte. Und Und wir wir gehen gehen auf auf die die Überkopfkamera, Überkopfkamera, weil weil wie wir gesagt, gesagt, wir wir wollten wollten ja ja beim beim Basteln Basteln zuschauen. zuschauen. Okay, Okay, ja, ja, man man soll soll bei bei der der Technik Technik nichts nichts umstellen. umstellen. Ich Ich habe habe noch noch probiert, probiert, ein ein externes externes Mikrofon Mikrofon anzustecken, anzustecken, weil weil ich ich habe habe immer immer das das Gefühl, Gefühl, ich ich bin bin ein ein bisschen bisschen leise. leise. Also Also wenn wenn ich ich mir mir die die Videos Videos im im Nachhinein Nachhinein anschaue, anschaue, habe habe ich ich immer immer das das Gefühl, Gefühl, ich ich bin bin ein ein bisschen bisschen leise. leise. Aber Aber ihr ihr meldet meldet euch euch einfach einfach bitte, bitte, wenn wenn irgendwas irgendwas nicht nicht funktioniert. funktioniert. Wir Wir werden werden das das hinbekommen. hinbekommen. Ich Ich habe habe irgendwo irgendwo mein mein Setup Setup von von der der Technik Technik umgestellt, umgestellt, indem indem dem, dem, dass dass ich ich das das externe externe Mikrofon Mikrofon angestellt angestellt habe. habe. So. So. Wie Wie gesagt, gesagt, wir wir machen machen diese diese Tasche, Tasche, genau. genau. In In dieser dieser Tasche, Tasche, die die ich ich noch noch nicht nicht gesehen gesehen habe, habe, sind sind 4 Fußkärtchen4 Fußkärtchen drinnen. drinnen.
Jetzt Jetzt halt halt es es wieder. wieder. Ich habe ein Echo. Hört ihr mich jetzt? Ich habe nichts umgestellt. Wie schauen wir jetzt aus? 21, 22. Test, Test, hört ihr mich? Ja, es ist, jetzt bin ich ganz und ihr müsst mich eh nicht hören beim Basteln. So. Jetzt 21, 22. Test, 1, 2, hört ihr mich? Cornelia sagt Daumen nach oben. Cornelia hört mich. Okay, mit Hall, ohne Hall, alles gut. Jetzt passt, jetzt stellen wir auf die Überkopfkamera, jetzt hoffen wir, dass das genauso bleibt. Hört ihr mich? Jetzt kommt die Kamera von oben. Schauen wir, ob das jetzt genauso funktioniert. Ton ist wieder da. Kann ja nicht so schwer sein, dass wir das in den Griff bekommen. So. Immer noch alles okay? Ich sage wieder 1, 2, 3, Test. Alles okay, kein Hall. So, jetzt. Alles gut. Wunderschönen guten Abend. Noch 10 Minuten Verspätung schaffen wir es, dass es technisch funktioniert. Und wie gesagt, schaut mir einfach zu, hören müssen wir eh nichts. So, Manina sagt, es funktioniert. Regina, auch alles gut, alles wunderbar. So, meine Damen, wir starten. Wir starten mit diesem Täschchen. Dieses Täschchen habe ich gesehen und habe es ein bisschen umgewandelt auf die österreichischen Maße oder halt auf die europäischen Maße. Die habe ich gesehen bei Paper Posh Lady, glaube ich, heißt sie. Ich habe leider keine Zeit gehabt, ein Vorschaubild zu fotografieren. Darum ist nur dieses Lila und Linz Live-Basteln gekommen. Und wenn ihr mitbasteln möchtet, ihr braucht Designerpapier mit den Maßen 29,5. Und da jetzt bitte aufpassen, wenn euer Papier Muster hat, was in eine gewisse Richtung geht, also nach oben, nach unten, dann bitte 29,5 ist die Breite. Also das heißt, wenn euer Muster da mal Köpfe zeigt oder irgendwas in diese Richtung geht, müsste es jetzt praktisch parallel angeordnet sein. Vielen lieben Dank, Cornelia. Ilona, ja super. Also wie gesagt, heute hat wieder mal die Technik wunderbar funktioniert. Ich finde es gut, dass ihr da so geduldig bleibt immer mit mir. Ja, irgendwie muss ich das, ich darf nichts mehr angreifen, wenn ich was, wenn die Technik einmal funktioniert, einfach nichts mehr angreifen. Also 29,5 zu 19 cm. Und was ich vorhin gemeint habe, mit wenn ihr euer Papiermuster hat, das ist die Breite von der Tasche. Also das geht praktisch in diese Richtung. Das heißt, wenn ihr Muster habt, bitte aufpassen, wie ihr das Papier zuschneidet. Wir legen an der langen Seite an und falzen bei 8 cm. Vorsichtig bei diesem Designerpapier, also ich hoffe, ihr hört nicht so sehr dieses Glöckchen im Hintergrund. Katzen haben ein neues Spielzeug und beschäftigen sich sicher, glaube ich, schon eine halbe Stunde damit. Für mich gut, aber ich hoffe, dass ihr hört das nicht allzu sehr im Hintergrund. Also was ich sagen wollte, bei diesem Designerpapier bitte aufpassen, das ist foliert und foliertes Designerpapier bricht leichter, also franzt leichter aus als nicht foliertes Designerpapier. Das heißt, wenn wir falzen, nur vorsichtig mit der Falzklinge andrücken bei 8 cm und bei 9. Ihr könnt dieses Designerpapier fast schneiden mit der Falzklinge.
Das nächste sind 20 cm und 21. Dann falzen wir jetzt den Boden bei 1 cm. Und dann drehen wir das ganze Papier auf den Bauch und falzen dann noch einmal bei 3 cm. Warum wir das auf den Bauch drehen, zeige ich euch dann gleich. Und wir brauchen den Papierschneider nochmal, aber ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Und zwar für meine Großkärtchen habe ich vorbereitet 4x Farbkarton in Savanne in 14,5 zu 10,5 cm und einen Auflieger in Grundweiß 0,5 cm kleiner als in, also in 14x 10. Und die Stückchen, die wir da haben, schreibt mich die Babs an. Okay. Immer noch, die Barbara schreibt mich jetzt irgendwie so parallel an das, was nicht funktioniert, aber sie hat sich nur für ein Päckchen bedankt, das ich ihr geschickt habe. Wie gesagt, ich habe da Reste verwendet vom Designerpapier. Sie setzt, das ist in unterschiedlichen Größen und das schneiden wir uns dann zurecht, wenn wir die Reste vom Designerpapier nehmen. So, aber wie gesagt, Grundkarte nehmt am Farbkarton eurer Wahl, was zum Designerpapier dazu passt. Und der erste Auflieger ist bei mir mein Grundweiß. Wir brauchen unseren Papierfalter. Ich nehme jetzt einmal über die lange Seite, knicke ich mir die ganzen gezogenen Falzlinien nach. Und wie gesagt, noch einmal bitte bei dem Designerpapier wirklich aufpassen, damit ihr da, dass ihr da nicht so fest arbeitet. Das kann euch sonst brechen. Mir ist es beim ersten Versuch gebrochen. Das heißt, ich habe zu fest mit der Falzklinge gearbeitet und dadurch habe ich das Papier geschnitten oder ja, zerrissen, kann man fast sagen. Diesen 1 cm biegen wir in die Richtung um, wo das Designerpapier geht. Und warum wir das Ganze oben in die entgegengesetzte Richtung gefalzt haben, ist, weil das in die entgegengesetzte Richtung auch umgeknickt wird. Und ihr wisst ja, wir verstecken beim Falzen immer den Berg. Das heißt, wir drücken mit der Falzklinge rein und diese Seite wird dann versteckt. Und da gebe ich jetzt über die gesamte Seite mein Abreißklebeband drauf. Ja, du sagst es, Ilona, Papier mit Liebe behandeln. Es sind ja auch unsere Schätze, oder ich nenne es zumindest immer meine Schätze. Und ich habe jetzt, ich glaube, die Cordula hat das letzte Woche gesagt, dass er mit diesem Krüllblock, der oft in den Projektsets mit dabei ist, das Abreißklebeband abreißen, funktioniert einwandfrei. Den Trick habe ich mir natürlich dann gleich angeeignet, weil ich eigentlich es nicht schaffe, mit den Fingern das gerade abzureißen. Da dazwischen gebe ich dann ein bisschen Flüssigkleber drauf. Und manchmal kriege ich die Frage, was das so für Spitzen sind, so Spitzenstifte. Das hat es früher mal gegeben, das war Aufhebhelfer, also Papierlochwerkzeug hat das geheißen. Das ist dann vom Aufhebhelfer mit den unterschiedlichen Spitzen abgelöst worden. Aber ich habe den noch und ewig in Verwendung. Und ihr wisst, das Stampin'-Up-Werkzeug, das geht ja nicht kaputt. Ich habe jetzt nur ein bisschen Flüssigkleber in die Mitte gegeben und das knickt man um. Und wir kleben einfach die Seite um. Dann gehe ich noch einmal her und die gezogenen Falzlinien und die Ecken, die wir schon einmal geknickt haben, ziehen wir noch einmal nach. Und ihr könnt jetzt schon ein bisschen erkennen, wie die Tüte dann zusammenkommt. Wir haben, wo sind wir denn? Man kann es nicht ganz erkennen, aber ihr habt hier vier kleine vertikale Falzlinien. Die schneiden wir ein bis zur nächsten Querfalz nach oben. Links und rechts ein kleines Dreieck raus. Das alleine wären keine Klebelaschen, es wäre viel zu wenig für Klebelaschen. Aber trotzdem ein kleines Dreieck rausschneiden, einfach damit der Abschluss dann schöner ist. Und dann ist so, dass das Ganze so zusammengeklebt wird. Ihr seht, es überlappt da. Das heißt, ich gebe hier auf die eine Seite Abreißklebeband drauf und auf der anderen Seite außen, also hier innen. Ilona, nimmst einfach eine alte Kundenkarte oder sowas. Ja, aber eigentlich hat, wie ist denn das bei euch? Also bei mir ist es so, ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, fast alle Kundenkarten elektronisch, weil ich einfach im Geldbörsel gar nicht mehr so viel Platz hatte, um die alle mitzunehmen. Und du hast recht, ich nehme zum Beispiel auch die alten Kundenkarten,
Die habe ich ganz gern auch fürs, wenn ich Nachfülltinte verstreiche, dass ich sage, ich gebe die Nachfülltinte auf Stempelkissen drauf und dann verstreiche ich die über den Stoff vom Stempelkissen. Wir kleben das dann so zusammen. Wir ziehen wieder das Abreißklebeband ab. Und da schaue ich dann einfach, dass wir ordentlich gerade kleben und nicht so wie jetzt. Da, ihr seht, wie schnell das Abreißklebeband anklebt. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Ja. Okay, wir müssen arbeiten mit dem, was wir haben. So soll das eigentlich nicht ausschauen und mir gefällt es auch nicht. Aber ihr seht, das Abreißklebeband, das klebt Bombe. Versucht, dass ihr das vielleicht ein bisschen noch einmal ablösen kann. Wenn man das vorsichtig noch einmal ablöst, schauen wir, ob es noch einmal funktioniert. Ich habe jetzt nicht ordentlich aufgepasst und von daher hat es sich sofort aneinander geklebt. Aber wir versuchen es einfach noch einmal zu lösen. Innen ist egal, wie es ausschaut, weil es ja, also wie gesagt, innen sieht ja keiner hin. Wie sagt man bei uns in Österreich, wenn es hunzt, dann hunzt. Also wenn es einmal schief geht, dann geht alles schief. Nein. Aber wie gesagt, das sieht man innen nicht mehr. Also noch einmal, was ich eigentlich sagen wollte, vorsichtig übereinander kleben. Seite an Seite. Und das Ganze im rechten Winkel, wenn es geht, aneinander kleben. So, jetzt aber. Ja, halbwegs. Das heißt, das ist die Seite, die wir sowieso innen verstecken. Das heißt, ich gehe da rein, klebe die Seite nach innen ein, beziehungsweise erst die Klebelaschen, die äußeren. Und dann gehen wir dann noch einmal Flüssigkleber drauf und kleben das zusammen. Ihr macht es einfach schöner, wenn ihr das nachbastelt. Ruhiger und nicht vor der laufenden Kamera. So, jetzt. Heidemarie sagt ein bisschen erhitzen. Funktioniert das dann, dass der Kleber wieder aufgeht? Also das habe ich ja noch nie gehört, aber tolle Idee, wenn das funktioniert. Habe ich leider jetzt zu spät erst gelesen. Also das ist ja ein Trick, der wirklich gut funktioniert. Also wenn das funktioniert, einfach ein Wahnsinn ist. Also das mit dem Erhitzen ist mir neu, aber ich werde es gern beim nächsten Mal versuchen. Weil wie gesagt, ich nehme total gern eure Ideen an, weil, wie gesagt, auch ich weiß nicht alles. Den Anspruch habe ich nicht. Ilona sagt auch ein bisschen anföhnen. Ja, ich lasse es jetzt, wie es ist. Ihr wisst, wie es gehen sollte und wir nehmen die Tricks von der Heidemarie und von der Ilona total gern an. Und das nächste Mal wird geföhnt. Ich brauche jetzt zweimal Designerpapier in 4 x 20 cm. Ich schneide mir da jetzt die 20 cm runter. Und bevor ich die 4 cm abschneide, falze ich bei 2. Und 4. Wieder 2 cm falzen und bei 4 cm schneiden. Und das sind diese Reste, die ich immer wieder meine, wo man sagt, okay, was macht man mit diesen Resten? Und es passt genau für dieses kleine Täschchen und für die Grußkarten, die drinnen sind. Die Tasche ist allerdings nicht groß genug für passende Umschläge, da müsste man noch einmal die Maße ein bisschen ändern. Ich habe das einfach jetzt in der Mitte gefalzt. Gebe Flüssigkleber drauf. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man im Prinzip, wenn man das wieder anföhnt, dass einfach der Kleber dann, der ja fest wird, beziehungsweise ein trockener Kleber ist, einfach ein bisschen flüssiger wird. Und sich der Kleber ein bisschen mehr dehnt, würde ich jetzt fast sagen. Mit dem Flüssigkleber diese beiden Streifen zusammenkleben. Und dann gehe ich einfach her und ziehe mir das Ganze einmal übers Falzbein drüber. Beide. Dass es
so den ba die Fasern ein bisschen gedehnt werden. Und ich brauche noch einen Bleistift, weil ich mir ganz gern anzeichne, ich mache das jetzt innen, wie weit ich Kleber drauf geben muss. Das ist jetzt nur so eine Idee gewesen von mir, ist natürlich nicht notwendig, dass ihr das macht. Ihr könnt es natürlich auch mit Augenmaß machen, aber ich weiß dann, dass ich bis daher dann kleben muss. Flüssigkleber drauf und von der Rückseite schaue ich dann drauf, wo ist mein Bleistift, beziehungsweise auch von außen. Eine Seite von der Tasche und zweite Seite. So, muss aufpassen, dass ich nicht aus dem Bild bin. Ihr könnt es natürlich genauso auch wieder mit dem mit dem Abreißklebeband machen. Ja, das ist logisch, Heidemarie. Manchmal muss man nur logisch nachdenken. Es stimmt ja auch, die Pflaster verlieren ja auch. Also bei mir verlieren die meisten Pflaster mit dem Wasser dann die Klebekraft, weil ich irgendwo natürlich dann keine Ruhe gebe und Hände waschen und solche Geschichten. Aber es ist klar, ja, weil die irgendwie absolut logische Erklärung für eine einfache Situation. Und vielen Dank für den Tipp. Ich werde den auch gern weitergeben. Ja, wie gesagt, das passiert uns, glaube ich, allen mal, dass einmal vor allem der trockene Kleber, das Abreißklebeband irgendwo klebt, wo es nicht kleben sollte. Genau. So, unser Täschchen, unser Griff. Und ich habe jetzt einfach meine vier Kärtchen. Und bei den vier Kärtchen, ich bin hergegangen und sage, okay, was habe ich denn da in meiner Restekiste drinnen an Designerpapier? Da ist ein Streifen drauf. Den nehme ich und gebe mir da über mein flüsterweißes, grünweißes Papier einen Streifen vom Flüssigkleber drauf. Dekoriere das mit dem Designerpapier. Es muss nicht dasselbe Designerpapier sein, das da die Tasche gemacht worden ist. Aber was ihr da so an Resten zur Hand habt, nehmt ihr. Da ist noch rosarot. Also das Einzige, was ich sagen würde, es soll gleich groß und gleich breit sein wie das erste Deckblatt. Da schneide ich mir aber jetzt ein Stück also in 1,5 cm runter. Das wäre sonst zu breit, sonst bleibt kein Platz mehr für einen Gruß da drauf. Auch da jetzt Flüssigkleber drauf. Das klebe ich da ganz unten hin. Könnt ihr mir da zuschauen? Ja, ich glaube, das seht ihr. Eins, zwei, drei. Was haben wir noch? Wir haben da noch Abreißkleber, sage ich, Designerpapier. Auch da über die ganze Querseite. Ihr könnt natürlich auch die unfolierte Seite verwenden. Genau. Und so dekorieren wir dann auch noch das vierte Grußkärtchen. Was haben wir noch? Das haben wir, das haben wir, das haben wir noch nicht. Und auch da nehme ich wieder quer. Genau. Und so könnt ihr eure Designerpapierreste verwenden. Man kann natürlich dann auch hergehen und sagen, okay, ich mache jetzt nicht nur kleine Grußkärtchen, sondern ich mache die normalen aufklappbaren Karten für außen und für innen zum Dekorieren. Aber wie gesagt, Paper Posh Lady, glaube ich, heißt sie. Ich werde sie auf alle Fälle unten dann in der Infobox verlinken. Ich habe, wie gesagt, nur ihre Idee ein bisschen umgewandelt auf die Maße, die wir brauchen. Und ohne Dekoration geht es natürlich nicht. Ich meine, man kann es natürlich jetzt so lassen, aber ich wollte da trotzdem noch ein bisschen was dekorieren. Und ich habe mir ausgesucht, weil ich es im Sortiment habe, aber noch nicht wirklich verwendet. Ranunculus Romance ist eigentlich, gibt es auf Deutsch auch. Es war nur in Deutsch so lang vergriffen, dass ich mir damals auf Englisch bestellt habe. Und ich habe mir rausgegriffen diese Rose und dieses Blatt und dieses
Just for you, dann für die Dekoration außen. Und ich gehe her und die Karin hat es, glaube ich, das letzte Mal, Karin von Stempelfünkchen hat letztes Mal schon damit gearbeitet, mit diesem Masking-Papier, mit dem Maskenabdeckpapier, das wir von Stampin' Up! Jetzt neu haben. Das ist einseitige Klebefolie, kann man sagen. Schneidet man da jetzt einen Streifen runter, über 3 cm. Ihr nehmt, wie viel ihr braucht. Und das ist, wie gesagt, doppelseitiges Klebeband, also einseitiges Klebeband. Das ist wie Post-it, kann man sagen. Und ich beginne, dass ich mir da einfach einmal mein Designerpapier abdecke, damit ich dort nicht hinkomme mit dem Versamark-Stempelkissen, weil wir werden embossen. Wir werden unsere Dekoration heute embossen. Ich habe wieder den Embossing-Buddy, den es ja jetzt wieder gibt. Nehme mir da zum einen die Rose. Ihr könnt noch nichts sehen, aber das kommt dann gleich. Dann nehme ich da auch noch einmal, ich decke mir da sozusagen das Designerpapier ab damit das Versamark-Stempelkissen nicht, also die Versamark-Tinte nicht dort haftet, nämlich auf dem Designerpapier, sondern nur auf dem weißen. Vorsichtig wieder abziehen. Dann nehmen wir da noch einmal. Oder da machen wir es anders, da brauche ich das Kissen nicht, sondern da gehen wir da unten rechts rüber. Und einmal noch die Rose. Habe ich da vergessen, mit dem Embossing Buddy zu arbeiten, aber ja, werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ich habe einen Pinsel in der Nähe und da gebe ich die Rose da rechts oben drauf. Wir brauchen das Ganze dann noch einmal, wenn wir den Spruch embossen. Embossing Pulver in Gold, weil das ist ja auch im Designerpapier drinnen. Da haben wir die Rose jetzt links oben. Da habe ich diese Blüte rechts unten. Wie gesagt, ihr seht es dann gleich, wie das ausschaut, wenn das embossed ist. Muss ich sie selber suchen. Ich glaube, da war sie links unten. Ja, genau. Da ist sie. Das Versamark ist ja eine Klebetinte, eine farblose Klebetinte. Das heißt, ich muss selber da jetzt ein bisschen im Licht schauen, wo denn wo die Tinte ist. Tatjana, der Embossing Buddy nimmt dir die statische Aufladung vom Papier runter. Das heißt, wir haben die Finger sind fettig. Das ist ganz normal auf der Haut drauf. Das Papier hat eine gewisse statische Ladung und dadurch bleibt euch, es ist wie gesagt, wenn man so einen Luftballon an den Haar, also an irgendwo reibt und dann die Haare anlegt, dann ist es auch elektrisch aufgeladen und so ähnlich kann man sich das vorstellen. Das ist statisch geladen und dadurch bleibt das Embossing-Pulver dort hängen, wo es nicht hängen bleiben soll. Und der Embossing-Buddy nimmt dir die statische Aufladung und eventuelle Fingerabdrücke runter vom Papier. Nämlich auf Fett oder sonstiger Flüssigkeit bleibt nämlich das Embossing-Pulver dann auch haften. Warte mal. Die Ilona sagt, sie hat jetzt sich die Karte kaputt gemacht, weil hat zu doll geklebt. Wie meinst du das? Hast du mit dem Versamark dann geklebt? Oder ist das, hast du am Versamark dann kein Embossing-Pulver drauf bekommen? Oder man kann ja mit dem Versamark dann auch so dann Wasserzeichen stempeln. Und ich habe das aber noch nie probiert, weil es, wie gesagt, einfach zu sehr klebt. Aber vielleicht, Ilona, erklärst du es noch einmal? Also ich komme jetzt mit einem Embossing-Föhn. Ich erhitze den kurz. Und schau, vielleicht kann ich es in die Kamera einfangen für diejenigen, die vielleicht das Embossen noch nicht kennen. Ich komme beim Embossen immer von oben und auch von unten einmal dran, weil sich das Papier durch die Hitze sonst wölben kann. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Bei mir es schmilzt schon, das Embossing-Pulver schmilzt schon. Es ist eigentlich, kann man sagen, wie ein ganz, ganz dünnes, kleines Plastik. Und das wird durch die Hitze wird es geschmolzen und sobald es abkühlt, wird es wieder fest. Ja, ihr seht, wie sich das Papier wölbt.
Wenn ich dann gefragt werde, ob man das mit einem normalen Föhn machen kann, nein, funktioniert mit einem normalen Föhn nicht. Normaler Föhn hat viel Gebläse, aber keine Temperatur. Und ihr braucht fürs Embossen, das heißt ja auf Englisch auch Heat Embossing. Fürs Hitze-Embossen braucht ihr, wie gesagt, die Hitze. Bringt euch also nichts, wenn ihr das mit einem Föhn macht. Ich habe einmal von jemandem gehört, das war sozusagen vor der Ära Stampin' Up, über den Toaster. Ja, der Toaster hat die Hitze, aber auch dann der Toaster hat dann einmal zu schnell zu viel Hitze, dass er das Papier verbrennen kann. Und vor allem auch die Finger. Das heißt, es ist schon eine Investition in einen ordentlichen Embossing-Föhn. Genau. Man kann es jetzt nicht erkennen für die Tatjana, die ja vorhin gefragt hat, was der Embossing-Buddy macht. Ich habe hier, weil ich das davor bei dem Kärtchen nicht mit dem Embossing-Buddy drüber gegangen bin, ich habe hier lauter kleine goldene Sprenkel. Mich stört das jetzt einmal nicht bei diesem Motiv, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, stellt euch vor, embosst weiß auf schwarz, da ist es vielleicht nicht ganz so prickelnd, wenn das auf dem Schwarz ganz, ganz viele weiße so Punkte drauf sind. Und das ist aber da auch so, dass ich komme da mit dem Pinsel auch gar nicht nahe genug dran, um das wegzuwischen, weil dann würde ich auch das Motiv, was geembosst werden soll, weggewischt werden. So, ich habe dann meine Brustkärtchen, wie gesagt, 14,5 in 10,5. Gebe auf die Rückseite meinen Flüssigkleber drauf. Wie sage ich so gern, großzügig, aber nicht zu viel. Mittig ausrichten und vor allem gerade ausrichten und dann gehe ich mit dem Falzbein auf der Rückseite drauf und verstreiche den. Wie gesagt, gerade der Flüssigkleber, der ist so ergiebig und Problem ist, wenn ihr da zu viel nehmt, kann euch der da wirklich dann aufs Papier wellen. Also beim Flüssigkleber bitte aufpassen, dass ihr nicht zu viel verwendet. Also irgendwo gibt schon zu wenig natürlich auch, aber irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ja, Ilona, ich habe das Maskenpapier verwendet. Also wie gesagt, das neue Abdeck-Maskenpapier ist eigentlich dafür gedacht, Stempelmotive abzudecken, um darüber zu stempeln, also sozusagen einen Vorder- und Hintergrundeffekt zu erzeugen. Mit dem Papier. Wenn euch das interessiert, können wir das gern bei einem unserer nächsten Lives auch einmal machen. Nämlich das zeigen, was man mit dem Maskenabdeckpapier machen kann. Ja, macht ja nichts, Ellen. Schön, dass du trotzdem da bist. Du kommst frisch aus Oberösterreich zurück. Hättest du mal was gesagt und vorbeigeschaut. Ich habe die Woche noch Urlaub gehabt. Schade. Wo warst du nun in Österreich? So, wir sind schon fast am Ende, aber wie gesagt, das Video ist immer auf Replay, also ihr könnt ja jederzeit nachschauen. Und ich muss, bitte erinnert mich dran, gell, ich habe euch letzte Woche eine Überraschung versprochen und habe dann komplett drauf vergessen, vor lauter, es ist schon so lange gebastelt worden und ich will euch nicht zu so sehr aufhalten. Erinnert mich nochmal dran, dass ich heute, ich habe es vor mir liegen, aber es kann sein, dass ich wieder drauf vergesse. Also bitte erinnere mich an, ich habe die Überraschung oben. Du warst in Linz, Mels und Eistersheim, also eigentlich um die Ecke. Also Linz, ja. Bei mir, zu Hause, meine Heimatstadt. Aber nächste Mal bitte melden, wenn du da bist. Freue mich, wenn ich euch einmal persönlich auch kennenlernen kann. So, ich habe meine Grußkärtchen fertig. Habe zwar jetzt noch ein fünftes, aber ist egal. Das Grußkärtchen kommt rein in unsere Tasche. Die Tasche ist hier. Ja. Und wir wollen noch ein bisschen dekorieren. Wo habe ich denn da jetzt die Brustkärtchen hingelegt? 1, 2, 3, 4. Das sind so meine Prototypen. Genau. Und wie wir die Rosette machen, haben wir letzte Woche schon am Dienstag gezeigt. Ich habe jetzt welche vorbereitet. Das wird mir sonst zu so lange dauern. Suchen wir jetzt nur aus, welche mir am besten gefällt. Ich mag da ganz gerne ein bisschen einen Kontrast drinnen haben, weil ja, so Orange auf Orange ist mir dann doch nicht farbig genug.
Das heißt, ich gebe da jetzt ein bisschen Flüssigkleber drauf. Wer das nachmacht und gerade vielleicht diese Rosetten macht und den die Heißklebepistole zur Hand hat, nimmt die. Ansonsten, wie gesagt, funktioniert genauso auch Flüssigkleber. Ich habe jetzt, wie gesagt, einmal ein paar im Bausch und Bogen vorbereitet, weil es mir einfach zu aufwendig ist, jedes Mal dann wirklich wieder den Heißkleber rauszukramen. Ja, hält. Und jetzt kommt noch dieser Spruch, just for you. Ich habe noch ein Stück Grundweiß, brauchen wir 2 cm. Ich schneide mir jetzt einfach einmal 2 cm ab. Und wie gesagt, lasst mir mal in den Kommentaren oder auch im Chat da, wenn ihr das sehen möchtet, wie das mit dem Maskenabdeckpapier funktioniert. Dann werden wir einfach bei einem der nächsten Live-Videos das zeigen. Wie gesagt, der Effekt beim Maskingpapier ist ein Wahnsinn, wenn man nette Motive hat. Und so versuche ich, dass ich da halbwegs gerade stemple, ohne dass ich das zu sehr meinen Kopf in die Kamera halte. Ich nehme jetzt diese Bastelpinzette, die ist auch neu in diesem Produktpaket gemeinsam mit dem Embossing-Buddy, mit dem neuen, mit dem Pinsel und mit dem Auffangtray, also diese Schüssel, wo man das Embossing-Pulver auffangen kann. Und ja, es ist gerade gestempelt und dadurch, dass ich jetzt, wie gesagt, den Embossing-Buddy verwendet habe, ist nur dort Embossing-Pulver drauf, wo auch das die Versamark-Tinte drauf ist. So. Ach, Ilona, du meinst, du hast das Maskenpapier verwendet und es hat zu stark geklebt. Ihr seht, ich habe auch da ein bisschen auf der Rückseite ist was drauf. Wenn ihr das verwendet und ihr Angst ums Papier habt oder dort, was ihr gerade bearbeitet, ich gehe ganz gern einfach einmal auf die Hand drauf, ziehe das ab und nehme dadurch ein bisschen was von der Klebekraft runter. Oder ich gehe auf meinen Schreibtisch, der Schreibtisch klebt danach nicht, aber es verfangt sich ein bisschen Staub drauf oder von der Haut überschüssige ja, Staub, was auch immer. Und dadurch nimmt es einfach ein bisschen Kleber ab. Aber es ist nicht so, dass ihr jetzt dann Angst haben müsstet, eure Haut klebt oder der Tisch klebt, aber es nimmt ein bisschen Klebekraft weg. Das mache ich auch ganz gern mit dem rosaroten Band, was ich ganz gern für meine Stanzformen verwende, wenn ich nicht die magnetische Stanzplatte zur Hand habe, weil das kann auch passieren, dass euch mit dem dann Papier zerreißt. Genau. Jetzt weiß ich, was die Ilona gemeint hat. Ja, also wie gesagt, passt mal ein bisschen auf. Vor allem, wenn ihr irgendwo das draufklebt, wo ihr echt Angst habt, dass drunter was passiert. Das war bei mir jetzt nicht der Fall. Aber wir werden das einfach auch zurückmelden zu Stampin' Up. Wir haben das Produkt erst relativ neu im Sortiment. Auch das kann gemeldet werden, dass wir sagen, pass auf, es klebt zu stark. So, wir embossen noch den Spruch. Just for you. Wie gesagt, in diesem Produktpaket, also Produktpaket ist es nicht, es ist nur ein Stempelset, sind die englischen Sprüche drinnen. Es gibt es aber auch auf Deutsch. Vielen lieben Dank, Ilona. Ja, ich finde auch, also wie gesagt, die Mühe lohnt sich wirklich, wenn man sich einmal hinsetzt und ein paar so in Bausch und Bogen macht. Also ich habe da einiges am Designerpapier zugeschnitten. Auch ich finde, dass sich da auch diese Reste gut eignen, weil es sind 2 cm Streifen über 30,5. In meinem Fall jetzt. Man kann es natürlich auch größer machen. Und es ist neben dem Fernseher, es geht. Und ich habe da, wie gesagt, diese paar vorbereitet. So, das ist mir jetzt noch zu lang. Ich schneide da jetzt ein bisschen was zu. Rechts lasse ich ein bisschen mehr wegen zum Aufkleben. Und dann versteckt man einfach den Spruch da drunter. Kann man natürlich mit einem Bandeln noch arbeiten oder mit einer Stanzform. Aber wir haben letzte Woche so viel mit Stanzformen gearbeitet und heute wollte ich einmal wieder was. Und Anführungsstriche leichteres zeigen, weil wie gesagt, dieses Projekt wäre eins zum Beispiel für Anfänger, weil man bis auf ja, Hitzeembossen ist nicht notwendig, man kann ja genauso gut auch nur stempeln. Das heißt, dieses Projekt eignet sich aus meiner Sicht für Anfänger, weil man nicht mehr braucht als ein bisschen Papier, Kleber und das Falzbein und also einen Papierschneider. Also recht viel mehr braucht man nicht. Und wenn mich jemand fragt, was sind deine Basics, was ist unbedingt notwendig, wenn man mit Stampin' Up beginnen möchte, dann sage ich sowieso immer wieder der Papierschneider. Und damit könnt ihr diese
Geschenktüte schon machen. Geschenktüte, Sackerl sagt man bei uns in Österreich. Schenksackerl, ich weiß nicht, wie es bei euch so heißt, wo ihr herkommt. Die Idee stammt von der Paper Posh Lady. Ich verlinke euch unten dann noch einmal das Video dazu. Hab das umgewandelt auf die europäischen Maße und sie hat nur einen Henkel drauf. Ich wollte dann den zweiten Henkel dazu machen. Genau. Und auch diese Geschenktüten waren dann wieder bei mir in meine Geschenkeschublade für meine Sammelbestellerinnen. So. Genau, wir werden einfach eins der nächsten Videos werden wir das mit Maskenpapier machen. Und jetzt kommt noch die Überraschung. Ich schalte mir wieder von vorne ein. Und zwar, ihr habt ja letzte Woche war ja, also letzte, vor 2 Wochen und letzte Woche waren ja noch diese ein Set 5 Tage 25 Ideen. Und da habe ich euch diesen dicken Backen vom Designerpapier gezeigt. Moment, wie war der Name noch einmal? Mit den 48 Blättern. Vielfältig feierlich. Aus dem Herbst-Winter-Katalog 48 Blätter, 12 Designs. Upala, 12 Designs, 4 Blätter. Und ich würde sagen, wer soll das verbasteln? So. Ihr sollt das verbasteln. Ich habe euch da als Geschenk 4 Testpakete zurechtgelegt. Da sind auch 12 Designs drinnen, 2 Blätter. Oder sogar 4 Blätter, na, 2 Blätter, 2 Blätter, 2 Blätter, von jedem Design in 6x6 Inch. Und was müsst ihr dafür tun? Das Ganze ist ein Gewinnspiel. Dieses Gewinnspiel ist offen genau eine Woche bis zum 31.08.2022 bis 23.59 Uhr. Wie kommt ihr in den Lostopf? Also alle, die bei mir jetzt im Juli und dann im August bestellt haben, kommen einmal automatisch in den Lostopf. Also wer noch bestellen möchte, hat bis 31. August Zeit, das zu tun. Also die, die bei mir bestellt haben, kommen automatisch in den Lostopf. Alle anderen haben die Möglichkeit unten, na, am Ende von dem Live-Video, nicht im Chat bitte, den kann ich nicht auslesen. Es muss unten in den Kommentaren sein. Schreibt mir einen Kommentar rein, was euch am neuen Katalog gefällt, was ihr gerne bastelt, was ihr von mir gerne sehen möchtet. Einfach ein bisschen so Interaktion, wo kommt ihr her? Schreibt ein bisschen was über euch. Also diejenigen, die unten bis zum nächste Woche, Mittwoch, ein und, ja, Mittwoch. Oder? 31.8. ist der Mittwoch. Ja, genau. Irgendwie war ich gerade verwirrt, ich habe mir gedacht, okay. Nee, bis nächste Woche Mittwoch, 31.08.2022 bis 23.59 Uhr Kommentare unter dem Video, nicht im Chat. Und meine Bestellerinnen vom Juli und August unter euch werden diese 4 Testpakete vom Designerpapier vielfältig feierlich verlost. Ich sage es gleich dazu, dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit YouTube, Facebook, Instagram, Stampin' Up oder sonstiges, ist ein Gewinnspiel von mir für euch. Ich halte es nochmal, ich soll es vielleicht in die Kamera halten. Wie gesagt, steht in keinem Zusammenhang mit irgendeiner Online-Plattform, auch nicht mit Stampin' Up. Wie gesagt, das ist ein Geschenk von mir für euch, für meine Bestellerinnen, für meine Zuschauerinnen. Genau. Und ihr habt die Möglichkeit, bis 31.08. in den Lostopf zu hüpfen. Ich los dann aus. Und werde euch dann kontaktieren. Also ich werde dann über Instagram, Instagram sage ich, über Facebook euch anschreiben, beziehungsweise über YouTube euch anschreiben. Wie das technisch funktioniert, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, es wird ausgelost. Ich werde es auch dann im Live. Nächste Woche gibt es leider kein Live, weil ich am Wochenende nicht zu Hause bin. Übernächste Woche im Live werde ich dann verkünden, wer gewonnen hat. Und diejenige, die ich über YouTube gezogen habe, also 2 werden dann über YouTube gezogen, 2 werden dann über meine Bestellerinnen gezogen. Also diejenigen, die ich über YouTube gezogen habe, werden dann veröffentlicht und die mögen sich dann auch mit mir in Kontakt setzen. Also was ich gleich dazu sage, ihr werdet, also wenn ihr irgendwelche Anfragen kriegt, bekommt eure persönlichen Daten wie Kontonummer oder sonstiges bekannt zu geben, das kommt definitiv nicht von mir. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass Personen Gewinnspiele machen. Und dann irgendwie das aufkommt und dann verlangt sozusagen eine Spam-Nachricht,
Ja, um deinen Gewinn zu erhalten, brauche ich deine Kontonummer. Nein, ihr braucht es dann gar nichts. Ich brauche nur eure Adresse, weil ich muss ja wissen, wo ich es hinschicken kann. Kann auch ein Postfach sein. Also ich brauche keine persönlichen Daten von euch. Ich brauche nur Adresse dann. Genau. Und die Adresse wird dann auch sofort wieder aus meinen Systemen gelöscht. Also es geht wirklich nur um den Versand. Leider muss man mittlerweile immer mehr dazu sagen, weil es so viel Spam-Nachrichten gibt und so viel Phishing-Mails. Also wie gesagt, ich setze mich euch dann mit euch in Verbindung und 6. September sehen wir uns das nächste Mal und da verkünde ich dann die Gewinne. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hüpft rein in deinen Lostopf. Und natürlich diejenigen, die bei mir bestellen und auch gleichzeitig kommentieren, haben natürlich dann zwei Lose drinnen im Lostopf. So, jetzt meine Damen. Ich versuche wie immer so diese Stunde einzuhalten und wir kommen ganz gut aus heute, trotz der technischen Herausforderungen am Anfang. Das war das Projekt. Meine zwei Geschenktüten und das Gewinnspiel. Und wie gesagt, nächste Woche leider kein Live-Basteln, weil ich mir am Wochenende ein Hobby gönne. Ist alles schon geplant. Freitag geht es in den Biergarten in München, am Samstag dann noch ein bisschen shoppen, am Samstag dann das Konzert, Sonntag wieder nach Hause. Und weil ich dann am Wochenende keine Zeit habe zum Basteln, verständlicherweise was anderes zu tun, gibt nächste Woche kein Live-Basteln. Wir sehen uns, ich schaue gerade wieder auf den Kalender, das nächste Mal am 6. September um 20 Uhr pünktlich hier auf dem Kanal. Genau. Dann schaust du dir bitte das Replay an und noch einmal, wie gesagt, die Erinnerung, Gewinnspiel, wie gesagt, der nur unten am Ende von dem Video in den Kommentaren kommentiert, den kann ich auslesen. Den Chat kann ich leider fürs Gewinnspiel nicht auslesen. Das heißt, es können nur diejenigen reinhüpfen in den Lostopf, die unten dann in den Kommentaren kommentieren. Genau. Vielen lieben Dank, Ellen. Wie gesagt, ich freue mich jetzt schon riesig auf dem Robby und ich wünsche euch eine tolle Zeit, zwei wunderschöne Wochen. Noch einmal danke für euer Verständnis, dass ich gestern so spontan verschieben habe müssen. Aber ich freue mich, dass heute auch so viele da sind. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Diesmal dann pünktlich am Dienstag um 20 Uhr. So. Und jetzt? Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.